als vielleicht im Spiel gegen die Serben, weil die Serben ja auch am Anfang etwas verhaltener waren. Sie haben ja einen Stürmer rausgenommen, Pandelic, einen Mittelfeldspieler gebracht. Also hat man schon gesehen, dass sie erstmal eben auch vielleicht auf 1:0 spielen, um dann im Laufe des Spiels zu reagieren. Der Rhythmus bei dem Spiel gegen Ghana, der wird höher sein. Aber davor habe ich eigentlich auch keine Angst, weil ich auch gestern in der zweiten Halbzeit in Unterzahl gesehen habe, dass unsere Mannschaft körperlich gut drauf ist, dass die Leute gut gearbeitet haben, dass man hohes Tempo gehen kann. Philipp Seldorf. Herr Löw, haben Sie während der vergangenen 24 Stunden vielleicht auch nochmal Ihr eigenes Coaching überdacht? Bereuen Sie es im Nachhinein vielleicht, dass Sie Mesut Özil so früh vom Platz geholt haben, beziehungsweise nicht vielleicht auch Einfluss genommen haben beim Elfmeter, dass womöglich doch Schweinsteiger schießt statt Podolski? Also nach dem Spiel überdenkt jeder Trainer mal die Dinge, die gelaufen sind und seine Entscheidungen. Selbstverständlich während des Spieles, ich hatte der Mesut Özil unheimlich viel gelaufen, schon in der ersten Halbzeit, weil er war derjenige, der auch immer wieder mal den Vidic oder den Subotic attackiert hat, dass sie dann auch wieder fallen ließ, wieder in die Spitze gegangen ist. Und da wir ja draußen, das habe ich immer gesagt,